Die Menschen teilen sich bei ihrem Glauben an die Mittel und ihrer Wirkung in drei Kategorien auf. Erstens, jemand, der glaubt, dass die Mittel selbst Einfluss haben, etwas Gutes herbeizuführen oder etwas Schlechtes abzuwenden. Dieser Glaube ist eine große Form von Schirk, von Polytheismus. Zweitens, jemand, der etwas zu einem Mittel macht, was Allah nicht zu einem Mittel gemacht hat, so ist dieser Glaube eine kleine Form vom Schirk, von dem Polytheismus. Und drittens, jemand, der das als Mittel ansieht, was Allah subhanahu wa ta'ala auch als Mittel ansieht, und dieser Glaube ist ein richtiger Glaube. Und dieser teilt sich wiederum wieder in zwei Kategorien auf. Erst einmal das Mittel, die durch die Religion bestätigt wurde, wie zum Beispiel die Ruqya, die Heilung durch den Koran. Allah hat diese zu einem religiösen Mittel für die Heilung von Kranken gemacht. Und die andere Kategorie ist die materielle, das wahrnehmbare Mittel, wie zum Beispiel Medikamente. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese zu einem wahrnehmbaren Mittel für die Heilung von Krankheiten gemacht. In einer Überlieferung, in einem Hadith, so sagte der Prophet alaihissalatu wassalam, das Bittgebet ist das Hirn der Anbetung, hat zwar eine schwache Überlieferung, es gibt aber auch eine authentische Überlieferung, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihm, sagte, das Bittgebet ist Anbetung. Nun, wie ist es also zu verstehen, dass das Bittgebet Anbetung ist? Im Koran heißt es, euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt. Dieser Vers ist ein Beweis dafür, dass das Bittgebet Anbetung ist, da Allah subhanahu wa ta'ala hier diejenigen tadelt, die keine Bittgebete sprechen, indem er, Allah subhanahu wa ta'ala, sagt, gewiss diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen. Er hat das Bittgebet also mit dem Wort dienen bezeichnet, was darauf hindeutet, dass das Bittgebet ein Gottesdienst ist.